willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber ich habe euch ja versprochen, auch immer mal wieder eine Filofax-Wochendeko zu machen. Und ja, heute ist es mal wieder soweit. Bevor ich aber die neue Woche mit euch dekoriere, zeige ich euch die alten Wochendekos, die ihr nicht gesehen habt. Also das letzte Video, das ich gemacht habe, das war diese hier. Ich habe auch extra den Today-Marker drin gelassen. Ich dekoriere momentan also tatsächlich zweigleisig, was teilweise immer ein bisschen stressig ist, weil ich es zeitlich gar nicht so gut hinbekomme, im Bullet Journal und im Filofax zu dekorieren. Aber ich mache das momentan, weil ich einfach testen möchte, womit ich auf Dauer besser klarkomme. Ja, das war die letzte Deko, die wir zusammen gemacht haben, also die ich als Video gemacht habe. Danach kam diese hier, die mir ausgesprochen sehr gut gefällt. Ja, ich weiß auch nicht, die Deko, ich finde, da stimmt einfach alles. Die hat euch auch auf Instagram sehr gut gefallen und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht öfter mal so kleine Sprüche mit einbaue. Also das ist jetzt hier aus der Flow, aus dem Flow-Kalender. Und das gefällt mir irgendwie total gut. Und da werde ich, denke ich, jetzt öfter mal irgendwie, ja, so einen kleinen Spruch oder so mit reinbringen. Also wie gesagt, die hat mir sehr gut gefallen. Danach kam eine Vintage-Deko. Die habe ich gemacht, weil ich ja dieses Tape hier ganz neu hatte, dieses Breite. Da habe ich ja auch im Bullet Journal damit dekoriert. Und ich wollte das dann einfach auch nochmal verwenden hier im Filofax. Und das hat mir auch gut gefallen, dass ich einfach hier so einen Querstreifen drüber mache und dann halt mit Kraftpapier die Termine eintrage. Fand ich auch ganz, ganz schön. Dann kam diese, ich glaube, diese Deko habe ich auf Instagram gar nicht gepostet gehabt. Dann kam diese Deko. Die kam bei euch auch sehr gut an. Oh, jetzt schneit es gerade draußen schön. Richtig dicke Flocken. Dabei soll meine Deko heute gar nicht winterlich werden, weil nächste Woche ist ja Valentinstag und deswegen wird meine Deko diese Woche eher floral, frühlingshaft. Ja, das war dann jetzt, also vorletzte Woche. Und die letzte Wochendeko, die habe ich jetzt vorgestern erst gemacht. Also heute haben wir Sonntag, Vormittag. Und die habe ich vorgestern gemacht. Da habe ich ja in der Woche meine Arbeit wieder aufgenommen. Deswegen habe ich auch diese Woche, genauso wie im Bullet Journal, ich versuche das immer so ein bisschen parallel zu machen. Ja, deswegen habe ich hier so Work als Thema gehabt zum Dekorieren. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie sie mir gefällt. Einerseits finde ich sie ganz gut. Andererseits, ja, ich weiß noch nicht so genau. Ja, und jetzt sind wir also hier angelangt. Und hier am Mittwoch ist, wie gesagt, Valentinstag. Also nicht nur Valentinstag, sondern auch Aschermittwoch, was bedeutet, dass hier Rosenmontag und Faschingsdienstag ist. Da ich aber nicht so der Faschings-Fan bin, werde ich also nicht Karneval zum Thema nehmen, sondern eben was Blumiges. Und ich habe mir dafür diese Blume ausgeschnitten, die recht groß ist, aber da ich hier und hier und hier arbeite. So, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es gab jetzt eine kleine Unterbrechung, weil mein vierjähriger Sohn ins Zimmer kam und meinte, wenn ich ihm jetzt nicht sofort was zu essen mache, dann wird er gleich tot umfallen. Das wollte ich natürlich nicht riskieren, deswegen gab es jetzt eine Unterbrechung und die habe ich auch gleich benutzt, um mir Kaffee zu machen. Das ist heute der zweite allerdings, erst eigentlich. Ich komme manchmal schon auf, ich sag mal, 4 Tassen aufwärts. Aber ich weiß, es ist nicht so gut. Ich versuche auch eigentlich meinen Kaffeekonsum ein bisschen zu reduzieren. Und habe es die letzten Tage auch ganz gut geschafft eigentlich, weniger Kaffee zu trinken. Also ich habe in meinen stressigsten Zeiten, also ich neige dazu, wenn ich gestresst bin, einen Kaffee zu trinken. Obwohl das eigentlich nicht gut ist, weil es einen ja noch mehr aufputscht. Aber ja gut, andere gehen zum Rauchen, das mache ich jetzt nicht, ich rauche nicht.
Ich trinke stattdessen Kaffee und ja, ich weiß, es ist eigentlich kontraproduktiv, dann Kaffee zu trinken, aber irgendwie ja, bedeutet Kaffee auch so eine kleine Auszeit und naja, wie auch immer, jedenfalls ist es heute erst meine zweite Tasse und das ist auch ganz gut. Gut, wo waren wir stehen geblieben bei dieser Blume? Ja, ich wollte eigentlich eben anlässlich Valentinstag und weil mir auch so ein bisschen nach Frühling eigentlich schon ist, obwohl es jetzt draußen schneit, wollte ich eine Blume reinkleben auf jeden Fall und die ist jetzt halt schon sehr groß. Andererseits habe ich ja in dieser Wochenhälfte eigentlich nicht viel vor. Also ich gehe arbeiten, aber das muss ich mir jetzt nicht eintragen. Ansonsten haben meine Kinder Ferien. Ich wollte aber jetzt nicht gleich in der zweiten Arbeitswoche Urlaub einreichen. Das hätte ich ein bisschen, naja, blöd oder auch unverschämt gefunden. Also ich hätte es natürlich gemacht, wenn ich keine andere Möglichkeit gehabt hätte. Aber mein Mann hat jetzt Urlaub genommen für diese 3 Tage. Und deswegen, ja, habe ich da bis auf einen winzigen Termin hier am Montag eigentlich keine. Eventuell gehen wir am Dienstagnachmittag nochmal spontan auf einen Umzug, also Faschingsumzug. Das ist aber, glaube ich, wetterabhängig und das trage ich mir auch nicht ein, weil das ist auch noch gar nicht sicher. Und dann dachte ich mir, dass ich dieses Mädchen hier, weil es auch so gut dazu passt mit den rosa Haaren, dazu klebe. Ist jetzt halt gar nicht, weil winterlich, weihnachtlich wollte ich schon sagen, also weihnachtlich ist es auch nicht. Aber irgendwie ist mir danach. Und dann hatte ich mir noch ein paar andere Sachen rausgelegt und zum einen dieses Tape. Also diese Samples habe ich mal von irgendwem bekommen. Also ich kann mir das immer ganz schlecht merken, von wem ich welches Sample habe. Von dem her bitte nicht böse sein, wenn ich die Person nicht erwähne, weil ich es einfach nicht weiß. Also es ist keine böse Absicht. Wenn ich es wüsste, oder dann würde ich es erwähnen, aber ich weiß es wirklich nicht, weil ich teilweise Samples schon jahrelang habe und ja, also jedenfalls habe ich diese hier ausgewählt, weil die ganz gut zu diesem Pullover passen würden und dann habe ich mir habe ich diese hier auch noch rausgelegt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Classic hier ist, auch da weiß ich nicht, von wem ich das habe. Das habe ich einfach aus meiner kleinen Schnipselbox, die mittlerweile nicht mehr ausreicht. Die ist wirklich, also ich kriege den Deckel gar nicht mehr zu, die ist randvoll. Und ich bereue es jetzt schon ein bisschen, dass ich mir nicht eine größere Größe gekauft habe. Aber gut, ich habe ja diesen Monat No Spend, den ich jetzt schon einmal gebrochen habe. Es war Jeanette von dem Kanal Diamondes Kreativ. Ja, du bist schuld, dass ich meinen No Spend gebrochen habe. So. Jetzt geh in die Ecke und schäm dich. Wie kannst du auf Instagram solche Sachen posten? So, dann habe ich mir noch dieses Tape rausgelegt, weil das von den Farben her sehr gut dazu passt. Und ja, und das hier. Also ich habe mir noch mehr rausgelegt. Ich habe mir noch dieses Tape rausgelegt, weil ich momentan diese Kombination zwischen also Vintage und ich sag mal, jetzt normaler Deko ganz schön finde. Deswegen hatte ich kurz überlegt, ob ich hier unten diese Erdkugel herklebe und dann die Blume drauf und dann das Mädchen. Es wird wahrscheinlich ein bisschen viel, aber irgendwie, ja, habe ich mir das so überlegt. Keine Ahnung. Und das hier würde mir auch noch ganz gut gefallen. Das würde ich eventuell hier noch reinkleben. Und dann ist die Woche so voll, dass ich eh nichts mehr reinschreiben kann. Aber ja. Ich benutze den Finofex ja momentan eher als Zweitplaner. Also, oder als Drittplaner, wie auch immer man es nennen will. Weil ich habe ja noch mein Bullet Journal und dann haben wir ja auch immer noch diesen Wandkalender. Und ja, irgendwie, deswegen scheue ich mich da jetzt auch nicht, den voll zu kleben, wobei ich eigentlich ursprünglich vorhatte, diesen Filofax nicht so zu dekorieren, weil ich den mit in die Arbeit mitnehmen wollte. Und jetzt habe ich das so ein bisschen schief aufgeklebt. Ich hoffe, die Einlagen verzeihen es mir nicht, schade. Ja. Seht ihr überhaupt was? Also, ja, ich wollte eigentlich diesen Kalender
also diesen Filofax, mitnehmen in die Arbeit und deswegen nicht so stark dekorieren, damit ich den halt auch, damit ich da halt auch was rein eintragen kann, wenn was Unvorhergesehenes irgendwie sich ergibt. Und das gibt es doch nicht. Wobei wir planen in der Arbeit eigentlich alle unsere Termine mit Outlook. Also weniger. Früher haben wir alle auch noch einen Papierkalender, Tischkalender, Buchkalender gehabt. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Das gibt es doch nicht. Jetzt ist da hinten wieder ein. So, nach zwischenzeitlich ungefähr 10-mal abziehen und wieder aufkleben, habe ich es dann geschafft, dieses Tape hier aufzubringen, aufzukleben. Und ja, dann wollte ich eben hier, wobei ich jetzt das nicht ausgeschnitten habe, das muss ich glaube ich dann auch noch machen, weil das irgendwie dann nicht so schön aussieht. Ja, also ich glaube, das kennen ja alle Planermädels, dieses Problem, dass man irgendwann dann 2, 3, 4 Kalender hat, die man irgendwie alle gleichzeitig benutzen will. Und deswegen bin ich da jetzt nicht so, also nicht so strikt, was Dekorationen betrifft, sondern mache die Wochen ruhig auch ein bisschen voller, weil mir das einfach irgendwie gefällt. Hat auch so ein bisschen was von Journaling. So, das finde ich jetzt schöner. Das war jetzt aber auch irgendwie sinnlos, weil ich ja sowieso das Mädchen hierher kleben wollte. Ja, war jetzt echt sinnvoll, sinnlos. Aber dann könnte ich so kleben, dass man den Mittwoch noch sieht. Ist ja vielleicht auch ganz nett. Wobei mir es so eigentlich besser gefällt. Naja. Diesmal nehme ich die Klebemaus, weil das letzte Mal ging da ja irgendwie ein bisschen was schief. Als ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich da aufkleben wollte. Auf alle Fälle hat es nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ich bin ja kein so ein großer Freund von diesen Klebemäusen, weil ich finde, also ich weiß auch nicht, ich hatte vielleicht bisher immer nicht so die richtige, aber mir ist halt so ein guter alter Klebestift irgendwie immer noch das Liebste. So, jetzt machen wir das so, dass man den Mittwoch hier noch lesen kann. Und das La Dolce Vita Mädchen setze ich jetzt hier rüber. Und dann ist die erste Woche, also die erste Wochenhälfte eigentlich auch schon voll. Ich werde aber trotzdem noch meine Termine dann irgendwie eintragen, also die 2, die ich da habe. Ja, mir gefällt es ganz gut. Es hat irgendwas von Frühling und irgendwie ist mir da gerade so danach. So, jetzt hatte ich mir ja überlegt, dass ich hier diese blauen Kreise herklebe. Ganz einfach, weil mir die gefallen und weil ich finde, dass es ganz gut dazu passt. Wegen dem blauen Pullover, den sie da anhat.
Und dann hatte ich mir eben gedacht, dass ich da so ein, ich weiß nicht, ob es von Classicy ist, aber es könnte zumindest sein, so ein Etikett da drauf mache. Ich werde Montag, Dienstag wahrscheinlich ein bisschen länger arbeiten, weil, weil mein Mann zu Hause ist und ich dann auch keinen Zeitdruck habe. Und somit habe ich die Gelegenheit, mich mit meiner besten Freundin und gleichzeitig auch Trauzeugin zu treffen. Die arbeitet nämlich im gleichen Unternehmen. Und wir haben vereinbart, dass wir uns in der Kantine treffen. Und ja, sie hat mir vom Essen vorgeschwärmt, dass es dort so lecker ist. Das ist das eine, aber zum anderen wollen wir einfach die Gelegenheit nutzen, um ein bisschen zu quatschen. Und wie das halt so ist unter Mädels. So, und jetzt ist hier die Frage. Ich hatte mir ja noch das hier rausgelegt, das hatte ich aus irgendeiner Zeitschrift ausgeschnitten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier noch herkleben soll oder ob das dann zu viel ist. Gefällt mir jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, das wird zu viel. Obwohl das Tape würde ja schon sehr gut dazu passen zu den Farben. Und das würde halt dieses rosa-grün nochmal aufgreifen. Aber andererseits weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie ich das hier nochmal ins Spiel bringen könnte, wenn ich das jetzt hier einfach so einen Streifen her mache. Weiß ich nicht, ist auch irgendwie langweilig, oder? Alternativ könnte ich natürlich einfach hier dieses noch mal ein bisschen so hoch machen und dann da noch mit herkleben, aber das ist auch blöd. Joa. Soll ich das so machen? Das ist dann sehr balkig diese Woche. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach weg. Ich könnte natürlich auch das dann nochmal hinkleben. Die Woche ist halt dann sehr leer. Im Gegensatz zu der vollen Woche habe ich halt dann hier sonst gar nichts. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich dann noch machen könnte. Ich könnte höchstens dann noch von meinen, weil das ja hier jetzt Kreise sind, hier einen Kreis hinkleben. Ich habe ja selber Sticker gemacht. Da könnte eventuell einer dabei sein, der passt. Ich weiß gar nicht, ob ich da einen rosa-grünen habe. Alternativ habe ich auch noch diese Kreise hier. Die finde ich auch total schön. Auch wenn ich jetzt, aber ich habe da auch leere im Moment. Ich habe da auch leere, wenn ich sie finde. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass ich den hier, der würde dann auch wieder gut dazu passen. Das ist doch mal eine ganz süße Idee. Und vielleicht dahinter habe ich ja einen rosa Kreis, einen von meinen Aquarellkreisen. Ich habe, jetzt muss ich mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich habe in dieser Wochendeko schon einen von meinen Aquarellkreisen benutzt, nämlich den hier. Und ich finde, die machen sich echt total gut in Wochendekos. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, das Video, kann ich euch das gerne mal verlinken. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich einen habe mit rosa-grün. Ich glaube nicht. Ach doch, ich hätte sogar einen, aber das passt jetzt farblich nicht. Da habe ich ein ganz anderes Grün genommen. Also ich bräuchte einen mit Rosa, der nicht, oder Braun würde auch gehen.
Braungrün hätte ich noch. Ups. Also so einen braunen. Was klebt jetzt hier? Also entweder diesen hier, dass ich den hier benutze. Oder wäre das Braun nochmal aufgegriffen. Oder alternativ einen von den zarten. Ich glaube, das Rosa passt nicht so ganz. Nee. Das ist ein ganz anderer Rosaton. Das ist mehr so. Ich weiß gar nicht, wie man. Lachsrosa vielleicht. Und einen Lachsrosa-Sticker habe ich hier gar nicht dabei. Aber dann nehme ich dieses Braun. Oder das Braun. Oder das ist mit ein bisschen Grün. Und klebt die hier so übereinander. Ja, das gefällt mir, glaube ich. Das mache ich. Und zwar nehme ich den hier. Jetzt ist der hier ein bisschen eingerissen, aber das macht nichts, weil dann klebe ich einfach den hier so her. Und den hier so drüber. Ich habe übrigens jetzt angefangen, und darauf bin ich echt mächtig stolz, meine Fotobücher endlich zu machen, weil ich bin im Jahr 2016 stehen geblieben und habe also noch den Urlaub vom letzten Jahr, also Fehmarn vor mir gehabt und ja, 2016 und 2017, das stand jetzt schon länger auf meiner To-Do-Liste und ich habe bei irgendeiner Aktion im Internet mitgemacht, wo man so einen Werbegutschein gewinnen konnte. Also, keine Ahnung, was das genau war, ehrlich gesagt. Aber ich habe da einfach mal mitgemacht, weil ich meine Fotobücher haben halt schon gleich immer mal so an die 100 Seiten. Und das wird dann auch schon ganz schnell mal ein bisschen teurer. Aber ich mache das halt schon seit Jahren und ich habe früher immer dicke Fotoalben gemacht mit für die ganzen Familienfotos, weil auf dem Handy oder auf dem PC schaut man sich die ja sowieso nicht an. Und deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen, Fotobücher zu machen, also Fotoalben zu machen so. Und da war ich halt echt wochenlang drüber. Und vor allem neben richtige Fotoalben, die sind halt gleich dann immer so dick mit Fotos, nimmt halt total viel Platz weg. Und irgendwann, als diese Fotobücher rauskamen, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her oder so, als die ersten rauskamen, habe ich das halt gemacht. Und das ist echt ganz cool. Es geht wesentlich schneller. Man hat halt was Gedrucktes. Und kann sich das dann wie ein Buch ins Regal stellen. Wobei zu früheren Zeiten bin ich eigentlich durch die Fotobücher zu dem Thema Scrapbooking gekommen. Und habe mir da auch total viel Zubehör gekauft. Jetzt fällt mir gerade ein, es würde doch cool aussehen, wenn ich diese Erdkugel da so ein bisschen abschneiden würde. Ja, und so kam ich überhaupt zu dem ganzen Thema Scrapbooking und so. Und dadurch auch irgendwann zum Thema Filofaxing. Ja, und jetzt mittlerweile mache ich eben Fotobücher und es ist immer so eine erste Überwindung, bis man dann mal anfängt. Aber wenn man dann mal angefangen hat, dann macht es auch wieder total Spaß. Und jetzt saß ich halt gestern schon den ganzen Samstag an. Also Fehmarn habe ich mittlerweile fertig. Und jetzt habe ich 2016 angefangen und bin da auch schon fast fertig. Und jetzt werde ich mich dann nach dem Video, also nach dieser Wochendeko, dran setzen und 2016 fertig zu machen. Ja, und das muss ich sagen, gefällt mir jetzt ganz gut, was da jetzt so draus geworden ist. Also jetzt habe ich hier doch nochmal so ein bisschen das Rosa drin. Und hier wiederholt sich jetzt nochmal der Kreis, wenn das jetzt auch hier nicht so ganz genau ist, aber gefällt mir. Und jetzt muss ich nur noch die Termine eintragen. Das mache ich aber jetzt, glaube ich, ohne euch. Und
Ja, ich glaube, das Video geht eh schon wieder total lange, trotz der Unterbrechung. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, es kommen jetzt noch hier 2-3 Termine dazu, aber im Wesentlichen habe ich eigentlich die kommende Woche nichts Großartiges vor. Und deswegen, ja, beende ich jetzt das Video. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, eine schöne Woche. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und werde nebenbei hier das Video schneiden und mein Fotobuch weitermachen und ja, mal gucken, ob wir dann später noch zu dem Faschingsumzug gehen. Aber der Schnee hat sich jetzt irgendwie in so Schneeregen verwandelt und es ist draußen irgendwie total ungemütlich und ja, vielleicht bleiben wir auch einfach zu Hause und mal schauen. So, das war es jetzt jedenfalls. Euch noch einen schönen restlichen Sonntag. Ich hoffe, das Video kommt heute noch online. Ich versuch's. Ansonsten seht ihr es irgendwann. Bis bald. Tschüss.